Auch. Wow, 40 Blöcke ist unsere Mauer schon lang. Ja, dann können wir bis hier vorne bauen und dann müssen wir erstmal wieder planieren. Natürlich fehlt noch jede Menge Holz. Aber ja, das steht ja da rum. Das haben wir ja quasi. Müssen es nur noch mitnehmen. Viele angefangene Stacks wir haben. Und die Abschlussreihe. Sollte mit dem Dreck genau aufgehen. So. Es wird schon wieder dunkel. Und das bin ich ja gewohnt inzwischen. Irgendwie haben wir nur noch Nacht. Kann das sein? Also ich bin nur noch immer zum Bett laufen. Was anderes kenne ich schon gar nicht mehr. So. Jetzt legen wir noch die Schrägen dran. Schon wieder falsch. Der bleibt natürlich da oben liegen. Ach ja, da kommt ja eh das Ding. So. Und erstmal den Dreck wegschaufeln. Ich könnte jetzt natürlich auch einfach drumherum bauen. Das werde ich wahrscheinlich auch mit der Steinschicht unten machen. Aber zumindest den Dreck möchte ich einmal hier weggeschaufelt haben, damit ich das genau alles im Überblick habe. Theoretisch reicht es von der Breite, da brauchen wir gar nicht noch breiter gehen. Wir bleiben so. Wir haben genug Platz für Pyramiden dann. Auf der anderen Seite passen ja auch noch 100 hin, ungefähr. Na gut, dann musst du versetzt werden. So, so. Du einen eingerückt.
So. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Nee, sechs Brüche nur. Nee. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, dann hierhin. Alles noch ein bisschen in Reih und Glied am besten. Da noch eine nehmen? Was meint er? Naja, müsste man abzählen. 1, 2, 3, 4. Die ist zu schnell. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Wäre hier dann die 16. Nach nie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Der stimmt halt nicht. Darf nur so. Ja, wenn ich mich jetzt verzählt, darf ich das später alles nochmal neu machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wie viel habe ich denn jetzt hier? 11, 12, 13, 14, 15. Ja, jetzt passt es aber. Gut. Dann machen wir weiter. Da oben steht auch noch ein Baum drauf, der kommt gleich weg. Jetzt haben wir natürlich das Pech, dass hier jetzt so ein Riesenberg steht. Ja, was heißt Riesenberg? Ein Hügelchen. So, ab hier dann vernünftig. So, damit die Blumen hier nicht zurückbleiben. Dann machen wir hier noch einen weiter. Jetzt werde ich erstmal die komplette Kabelreihe einmal durchziehen und dann werde ich die Ausbuchtung dran setzen. Das ist einfacher und man kann sich dann auch nicht vertun und man geht auch automatisch immer zurück. Weil man ja der Kabellinie folgt. Und wir haben ja genug von dem Zeug.
So. Reihe 1. Jetzt gucken wir mal. Hier. Dann haben wir hier den Zweier. Dort ein, dort zwei und dann hier wieder ein. Den Rest machen wir natürlich auch noch weg. Blümchen. Kohle. Können wir mitnehmen. Aber ich glaube, für eine Verzauberung reicht es heute nicht mehr. So. Ja, schon wieder Kohle. Haben wir noch? Naja. Ja, müssen wir jetzt erstmal wieder ein bisschen bauen. Dann hier. Und hier. Hier. So. So, das nächste. Ist dann hier oben die Bäume weghauen. Das Holz brauchen wir ja eh. Wir ziehen erstmal die Mauern hoch. Erstmal so ein bisschen was aus dem Inventar raus befördern. Ich find's natürlich blöd, dass da wir die ganzen Holzsäulen dann nachträglich machen müssen. Dann kommt da vorne dran der hohe Turm. Und mal wieder zum Bett zurückgehen. Und vielleicht auch mal zur Kiste. Die müsste ja inzwischen ein bisschen Platz haben für mich, dass ich da so ein paar Sachen reinlegen kann, die wir jetzt aktuell nicht mehr brauchen. Und dafür ein paar Sachen rausnehmen, die wir aktuell besonders brauchen. So. Holz ist da keins drin, oder? Nee. Schade. Das hätte vieles sehr viel einfacher gemacht.